Sehr geehrte Frau Stadtvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Im Gegensatz zu meinen beiden Vorrednern beziehe ich mich jetzt auf die Wahl für das Amt des Kulturdezernenten bzw. der Kulturdezernentin. Wäre diese Wahl nicht von parteipolitischer Taktik geprägt und das Drehbuch relativ durchsichtig, wären, glaube ich, allen Anwesenden hier, ohne dass man die berufliche Qualifikation des Personalmanagements oder des Personals innehat, die Wahl relativ klar. Die beiden Performancen waren wie Unterschied wie Tag und Nacht. Frau Völker hat lediglich eine Aufzählung von Kultur und Kunst, von Orten und Institutionen vorgenommen, die man im Prinzip, wenn man sich damit beschäftigt, auch vorher hätte wissen können. Sie ist mit keiner Silbe auf die Zukunft eingegangen, wo denn die Reise hingehen soll. Sie ist mit keiner Silbe darauf eingegangen, wo die Reise hingehen soll, wie sie es umsetzen soll, geschweige denn, dass sie für die nächsten Jahre, mal abgesehen von der Bewerbung zur Kulturhauptstadt, eine Vision aufgezeigt hat. Im Prinzip, und jetzt wird es natürlich polemisch, würde ich sagen, dass die Performance von Frau Völker genauso oder tendenziell so blass war wie Alpina Weiß. Während Herr Wagner immer wieder in seiner Vorstellung Möglichkeiten und Wege aufgezeigt hat, wie die Kulturpolitik hier forciert werden kann, wie der finanzielle Ansatz bzw. die finanzielle Ausstattung aussehen könnte, ist auch dies Frau Völker schuldig geblieben. Und ich wiederhole nochmal, wäre das Drehbuch der Wahl keine parteipolitische Entscheidung, wäre die Entscheidung heute, und ich denke, das sehen auch die Zuschauer so, relativ klar. Meine Fraktion wird für Herrn Wagner geschlossen stimmen.